Und schon wieder willkommen zurück zu Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Wir sind im letzten Part noch aufgestiegen. Das heißt, wir verteilen natürlich unsere Punkte mal wieder auf Ausdauer, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Und verteilen noch einen Punkt hierauf. Ja, auf hier. Jeder tödliche Schlag gewährt einen zeitweiligen Stärkebonus. Bestätigen, ja, Änderungen beibehalten. Und da finden wir doch mal wieder einen kleinen Geheimraum. Unbedingt muss ich dahinter jetzt eigentlich nicht. Moment, neue Schulterplatten. Die auch wieder besser sind. Das heißt, die ziehen wir natürlich gleich mal an. Nee, da muss ich jetzt ernsthaft nicht unbedingt hin. Hallo, ihr dürft mit mir kommen. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier so ist. Ups. Jetzt weiß ich halt nicht, wo es weitergeht. Ich glaube aber, da wo die Schritte angezeigt wurden, geht es eigentlich nicht weiter. Mach deinen Schlag. Sehr schön. Und schon wieder tot. Zack. Zack. Der ist tot. Dann noch in diesen Seitengang hinein. Ach, verdammt. So, hier ist eigentlich nichts weiter versteckt. So, und dann noch. So, in den Bauch hineingestochen. Ja, hier ist jetzt wieder so ein kleiner Haufen voller Pfeile. So wie das natürlich normal in Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden ist. Oh Mann, mach mir doch nicht so Angst. Und so, und so, so besiegt. So. Ach verdammt, jetzt habe ich gedacht, wir töten ihn, aber dabei habe ich ihm gar nichts abgeschlagen. Schade auch. Jetzt dem aber einen Arm ab. Ja, folgt mir mal wieder. Wir gehen jetzt doch erst zuerst in den anderen Raum. Oder in den anderen Gang hinein. Durch den Baum hindurch. Oh, den Schlag wollte ich jetzt eigentlich nicht ausführen. So, du bist tot mit einem Schuss. Wunderbar. So stelle ich mir das auch immer vor. Na toll. Jetzt ist da noch irgendein anderer Bogenschütze. Den habe ich gar nicht gesehen. Nummer... 1. Ja, wenn die immer so stehen bleiben, habe ich eigentlich nichts dagegen. Aber wenn immer so viele kommen, dann habe ich was dagegen. Wow. Ja. Super. You're no match for me. Wir nehmen mal wieder ein kraftspendendes Mittel. Machen einmal diese Kreisattacke. Töten den da unten. Ja, genau. Ich werde auch immer getroffen, wenn ich eigentlich gar nicht auf den einen hau.
Oder wenn der gar nicht auf mich haut, werde ich natürlich wieder getroffen. So ist das logisch. So, der Dicke ist schon mal tot. Jetzt können wir uns um die anderen zwei Dicken noch kümmern, die jetzt aber eigentlich nicht mehr so schwer sind. Ach ja, mein Telefon klingelt mal wieder. Das ist mir jetzt aber egal. Wir bleiben jetzt hier am Spiel, damit wir hier auch schnellstens weiterkommen. Der Arm ist auch schon wieder geflogen. Ja, was gibt's denn jetzt da oben alles? Da schauen wir jetzt natürlich mal hin. Einmal der Kopf ab. Alles plündern. Feuergehärtetes Uruk-Schild. So, eine Truhe haben wir hier gefunden. Ein Schulterstück schon wieder bekommen. Also hier findet man Schulterstücke ohne Ende. Ein Bogen. Leider schlechter. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir das schon geplündert? Ja, haben wir. Wer schießt mich da ab? Du kleiner Wicht. Neue Mission, der Gefangene. Von wo haben wir denn die jetzt schon wieder her? Jetzt ruft noch jemand auf meinem Handy an. Ich glaube, ich werde verrückt. Hä? Schon wieder ein Leck? Ey, was ist denn jetzt los? Handy, dann noch Lecks, Telefon, was denn noch alles? So, aber jetzt wird aufs Spiel konzentriert und nicht hier auf irgendwelche Telefone oder so. Ja, jetzt stirb doch mal, du. Ja, geht doch. Arm ab, das nenne ich doch mal schön. Einen Elf haben die also als Gefangenen genommen. Das war also die neue Mission, der Gefangene. Moment, ich will erst noch ein bisschen die Fässer hier zerstören. Was man nicht alles so in den Nebenräumen noch finden kann. Gut, dass wir hierher gekommen sind. Ah, auch nicht schlecht. Also, sowas nenne ich mal eine gute Animation. Pfeile bleiben in der Luft stecken. Alles plündern. Ja, wir reden gleich mit dir. Keine Angst. Erstmal wollen wir noch ein paar Pfeile in der Luft stecken lassen. Und jetzt sprechen wir mal mit Glorhirin. I thank you for my life, friends. I had abandoned all hope before you appeared. I am Glorhirin, an elf of the woodland realm. It is our custom to be wary of strangers. Yet I have never been happier to see unfamiliar faces. Glad to be of service. I am Eridan, and with me are Farin and Andreal. Might I ask what brought you to this pass, Glorhirin? I am one of King Thranduil's wardens. My companion Galron and I were tasked with scouting this portion of the wood. We found enemies gathering here, but for what purpose we could not tell. We thought to consult with Radagast the Brown, who dwells nearby, but we found the danger grew greater as we approached his home. But what of you? How is it you three are here in Mirkwood? We too are searching for Radagast, but I fear he has come to some harm. Elf, man, and dwarf seeking a wizard. There is a story here to be sure, but we have no time for tales now. Radagast is likely in grave danger, and so too my friend Galron. Where is your companion? Alas, I cannot say. We came upon a band of orcs, and while we battled them, spiders began to cast down their lines from the trees above. I was entangled, and the orcs bore me away. I can only hope that Galron escaped a similar fate. Orcs and spiders working together in this manner bodes ill for my people. And more so for Galron. I must find him. We will help you look for him.
Your offer is appreciated, but we should not abandon Radagast. I will search for my friend while the three of you go after the wizard. Once I find Galron, we will attempt to join you. Very well. Good hunting, Glorhirin. Okay, es ist noch ein weiterer von seinen oder ein Freund von Glorhirin in die Klemme gekommen anscheinend. Oder vielleicht, er sucht ihn jetzt und wir sollen weiter nach Radagast, dem Braunen, suchen. Das heißt, der Weg war eigentlich mal gar nicht so falsch. Da gab schon wieder ein kleines bisschen an der Nebenstory zu erfahren. So, der hat aber einen coolen Tod. Der hockt hier noch ein bisschen, chillt ein klein wenig sein Leben ab. Auch nicht schlecht. Ja, aber wo kommt denn ihr jetzt schon wieder her? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du stirbst jetzt aber. Na, geht doch. Perfekt. Und wo sind denn meine zwei Freunde? Die sind ja gar nicht mehr hier. Here, my friends. Gather to this healing light. Ich halte euch auf, oder? Ja. Sie halten eher mich auf, denn sie hauen mich ja gleich um nach einem Schlag. Mann, Mann, Mann. Ich hasse dieses Anstürmen dieser Leute mit Schild. Deswegen mag ich die gar nicht. So, einfach nur Rechtsklick auf sie draufhauen. Jetzt Linksklick und wieder Rechtsklick. Und dann ist auch schon wieder tot. Ja, das nenne ich mal unlogisch. Ich habe ihm eigentlich so zwischen die Beine reingestochen und dann fliegt erstmal sein Kopf weg. Naja, wie er meint, wenn er einen nicht so gut angeklebten Kopf hat, dann ist das ja logisch, aber es dürfte eigentlich nicht so oft passieren, deswegen, ja. Naja, der ist schon wieder Kopf ab. Da rollt ein bisschen zu viel Gedärme und, Gliedmaßen. Das wundert mich jetzt aber. Jetzt habe ich auf sein Bein geschlagen und jetzt ist mal sein Bein und nicht sein Kopf abgeflogen. Ein Wunder. Ich glaube, hier lang ging's. Und der Part ist schon gleich wieder um. Das gefällt mir mal gar nicht. Alles plündern. Und hier durch. Oh, oh, oh. Kleine Spinnen, das ist nie gut. Und es speichert. Das heißt, es wird hier langsam so düster, das finde ich eigentlich ist mal wieder ein perfekter Schnittpunkt. Das heißt, den machen wir jetzt natürlich und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Deswegen bis dann und haut rein.